Eisigen Temperaturen rufen wir die Fahrer der U17 jetzt zum Start. 29 Runden stehen hier auf der Anzeigetafel. Ich hoffe, dass also auch hier die Bezirksmeisterschaft des Radsportbezirkes Mittelrhein-Süd die Fahrer mit den entsprechenden Rufnummern gleich ausgestattet werden oder schon ausgestattet worden sind. Okay, 29 Runden sind angezeigt. Auch hier wird auf Endspurt gefahren. Rennen der Jugendklasse U17. Ja, damit würden wir sagen, gefahren wird nach dem Wettkampfbestimmung des Bundesdeutscher Radfahrer. Alle Starter fahren auf eigene Rechnung Gefahr. Auch hier werden alle Fahrer bis ans Ende des Rennens fahren. Auch hier der Hinweis, bitte die von Regenwesten abgedeckten Rücknummern noch frei machen. Die lassen sich auf dem Zielfilm sonst nicht identifizieren, auch wenn sie durchsichtig sind, hochkrempeln oder ähnliches. Aber ansonsten gibt es die Reflexionen. Und es wäre schade, wenn ihr dann nicht im Ergebnis auftauchen würdet. So, genug geredet. Los geht's, Jungsfahrzeug anfahren. Und auch hier wünschen wir allen Akteuren einen tollen Rennverlauf, einen einwandfreien Rennverlauf, vor allen Dingen sturzfrei, dass alle gesund wiederkommt. Wir schauen auf die U17, fällt unter der Führung der Rückennummer Mensch, das ist ein mörderisches Tempo, was er fahrt.
Aber schön dabei bleiben, Jakob. Bleib dabei. Hopp, 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 hopp. Fahr. Super. Hey, jetzt geht's aber. Jetzt geht aber das Hochzeit. Machst du doch schneller, die Jungs. Da sind die 10, 13, 14, 15, 1,15. Oh, seine dicke Hinterherkarte schon ausgezogen. Das Trikot vom RV Siegburg leuchtet schon wieder. Das ist richtig. Siegburg ist mega vom RV Siegburg. Schaffst es nicht. Hier unten fängt man mit Sicherheit nicht an zu überholen auf der Windkante. Nee.
Aber dein Junior fährt ja mal schön. Da müssen sie durch. Wenn Julius fährt, dann fährt er. Ja, eins am Ziel, dass seine reichen Kreise. Ja, da ist er vorne drin. Julius ist doch nicht der Wagen. Wir haben ihn noch mit zwei Blickflugbewerten unterwegs. Hat er eindeutig stehen lassen. Ganz klar hat sich also hier noch einmal lösen können. Der Verbandsmeister im Einzelzeitfahren. Das sind der Zweite und der Dritte passierte. Machen im Moment auch nicht die ganz großen 24 unter dem Julius. Die ganz große Aktivität, um diese Lücke wieder zu kriegen. Also, da ist er noch einmal der geholt und die Bergwertung. Ja. Ist dann ausgestiegen, weil er hatte extreme Seitenstiche. Diese Gruppe liegt. Der Jannik hat das wohl im Knie, ne? Ach, der Grüne, Neune. Der kann wohl am Wochenende nicht mit nach Jena. Ja. Schande. Also, ist er, der ist der Lanze. Oh. Im leuchtenden Lanze rot gefahren. Oh. Die Brocken. Auf nicht zu viel machen, Felix, nicht zu viel. Nein, der braucht nicht da drin. Da vorne führen, da geht es ihm nichts mehr. Geht zu viel Platz. Vierten Platz. Ja. Gleich wie gestern. 1,51. Das ist Felix gestern gewonnen. Vierter. In den letzten Jahren mehrfach Durchfahrtsort des Sparkassen. Wo hat gewonnen? Der Zweite? Zweite Julius, Dritte Hemming. Er ist im Sprint, er ist mit dem Sprinterloch rausgefahren und dann ist Robert angetreten. Ist eiskalt an ihm vorbeigefahren. Mit deutlichem Vorsprung das Rennen anführt. Schauen auf die beiden Verfolger. Die Beifahrer liegen noch zurück. Wer jetzt von den beiden Fahrern auf Rang 2 und 3 liegt, gleich eingeholt. Immer noch 17. Sack aus. Den Spießler mit an der Spitze, Benjamin Eimann. Und in Rot von der SG Borken, der unangefochtene Spitzenreiter Julius Dominik, jetzt noch vier Runden angezeigt bekommen. Und auch die beiden Verfolger sind in die nächste Gruppe aufgefahren, vorbeigefahren und liegen aktuell auf dem zweiten und dritten Rang. Aus Aachen. Den Skoda Yeti aus dem Autohause Thomas sehen wir und dahinter gut erkennbar in leuchtend rot hat jetzt große Gruppe das Restfeld sich noch eingeholt, überholt, setzt sich souverän wieder an die Spitze, sagt, dann will ich gar kein Risiko eingehen. Dort vielleicht irgendwo in Positionskämpfe verwickelt werden, sondern vorbeigezogen. Hier langsam seine Kreise. Thomas, zwei Runden werden hier noch angezeigt. Hier sehen Sie, den Spitzenreiter im Rot-Trikot der SG Borken hat noch zwei Runden auf der Anzeigetafel stehen. Zwei Runden für den Spitzenreiter. Das heißt, und das Feld endet in der gleichen Runde. Das heißt also auch für das Feld noch zwei Runden zu fahren. Das heißt dann auch für die beiden. Das heißt, auch wenn die beiden Verfolger auf Platz 2 und 3 liegen, die im Moment sich etwas ihres Schicksals ergeben haben und gesagt haben, von hinten kommt nichts, nach vorne schafft es auch nicht mehr ganz. Werden wir uns also auch den Kampf um die Plätze 2 und 3 auf dem Podium konzentrieren.
in Rot. Da kommt das Glockensignal zur Einfahrt in die Schlussrunde. Letzte Runde, letzte Runde. Zwei Runden noch zu fahren, zwei Runden für die Verfolgergruppe auf Platz 4 und wollte liegen. Denn wir haben ja noch die beiden Verfolger, wir haben noch Heiko Hohringhausen und den Fahrer von den Raschlägern aus Düsseldorf. Robin Roth, Julius Dominik von der SG Borken, der sich hier aus dem Führungstrio noch einmal abgesetzt hat, wird gleich auf die Zielgerade kommen. Für diesen Fahrer erst einmal einfahren in die Schlussrunde. Da kommt er. Ja, locker, kann erst umgehen lassen. Kriegt einen riesen Applaus. Tolle Leistung für den Fahrer aus Borken. Herzlichen Glückwunsch, Sieger bei Rundemont Classics. Runde, eine Runde noch zu fahren, letzte Runde, eine Runde noch zu fahren. Das sind die Fahrer, die auf Platz 4 liegen und auch hier geht es ja um die Wertung der Bezirksmeisterschaft, Bezirk Mittelrhein-Süd. Es wird kein Sprint mehr, aber auch hier wird es für die Jury einfach auszuwerten. Der Mann von den Radschlägern, Robert Eike auf Rang 2, die 209 und Dritter wird dann Heiko Hohringhausen von Zugvogel in Aachen, die 195. Und 96 Jakob Winkler auf dem vierten Platz eingefahren. Kommt ebenfalls vom RC Zugvogel Aachen, genauso wie sein Teamkamerad Heiko Hohringhausen. RC Zugvogel Aachen, das ist Heiko Hohringhausen. Stell dich im Profil. Lendiert, gestürzt, trotzdem noch als Dritter ins Ziel gekommen. Herzlichen Glückwunsch an den Mann vom Flugvogel Aachen. Ja, sein Mitfluggefährte, ehemals ein Fluchttrio. Dann hat man sich auseinanderdividiert, bis ein Fahrer das alleine durchgeblieben ist und die zwei anderen, Heiko Hohringhausen und eben Robert Deike von den Radschlägern aus Düsseldorf, der zweitplatzierte. Sie sind dadurch unterwegs lange Zeit und hier mit dann auf das Podium, der zweitplatzierte. Aus der Landeshauptstadt, aus Düsseldorf, bitten wir den Fahrer auf das Podium. Hat sich gut in allen Fall. Das ist so geil. Lächeln, ihr beiden Vögel. Ganz oben nimmt Platz im roten Trikot war unterwegs, hat den Solo-Sieg davontragen können, hat aus dem Führungstrio noch einmal attackiert und den Sieg unangefochten davontragen können. Von der SG Borken Julius Dunning. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt schon eng beieinander, ne? Ja, das sind die drei Erstplatzierten rund um U17. Der Sieger aus Borken, Julius Dominik, der zweitplatzierte Robert Eike und der drittplatzierte Heiko Hohringhausen.